Hallo, ich bin Sakko Talks. Ich habe selber einen YouTube-Kanal über das Thema Menschen mit Behinderung. Ich habe selber auch eine Behinderung, eine geistige Behinderung, weil ich bin 4 Jahre damals eine Gehörlosigkeitsstörung bekommen habe. Und deswegen betreibe ich einen Kanal über das Thema Behinderung. Mein Kanal ist für euch mal unten in die Videobeschreibung mal verlinkt. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und im Anschluss kommt noch ein älteres Video von mir und dort reden wir über Down-Syndrom, über Menschen mit Behinderung, die eine Down-Syndrom-Erkrankung haben. Wie das Ganze sich so verhält, etc. Könnt ihr gerne beim Anschluss auf jeden Fall mal gleich mal ansehen. Auf jeden Fall rede ich darüber, über meine Behinderung, wie es sich verhält, Werkstätte, Inklusion, und das könnt ihr euch gerne mal ansehen und verschiedene Themen, um mal eben das Thema Behinderung an die Gesellschaft näher zu bringen, wie das Ganze sich verhalten tut und wie man die Menschen das Thema näher bringen kann. Schaut gerne mal auf meinen Kanal vorbei nach dem Video und jetzt kommt der Clip. Hallo Leute, heute will ich mal wieder ein kleines Video machen über Down-Syndrom. Auf jeden Fall reden wir heute über Trisomie 21. Das ist ja ein Geneffekt, das kann bei Leuten ab dem 30. oder 40. Lebensjahr auftreten. Also das ist schon ein Risikoschwangerschaft, wenn man über 30 ist und dann schwanger wird. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass über die Kinder dann Trisomie 21 enthalten tut, ist ein Geneffekt mit 3 Erbteile statt normalerweise 2. Dann bekommen die Kinder halt eben Down-Syndrom und die Folge davon sind halt eben, dass die eben geistig in ihr komplettes Leben, sag ich mal, zurückgeblieben sind. Aber für solche Kinder zählt aber natürlich auch sehr, dass die eine Frühförderung bekommen, damit die eben auch früh fördert, halt eben in Sache Lernen, Mathematik oder so von mir aus, halt eben so früh wie möglich halt eben gefördert werden, solche Kinder, dass die eben auch, sag ich mal, später auch in einem normalen Beruf arbeiten können. Und wenn das Ganze richtig gefördert wird, mit der ganzen Sprechstunde und so, bin ich auch davon überzeugt, dass eben so ein Kind, sag ich mal, wenn es eben früh gefördert wird, so wie die normale Kinder auch, dass die eben auch normale Berufe lernen kann. Und ja, halt eben die Verzögerung dadurch ein wenig zu verbessern, wenn das Kind halt eben schon sehr, sehr früh gefördert wird, ist für meine Meinung nach sehr wichtig. Darum soll gehen. Wir reden mal über die Förderung von Down-Syndrom-Kinder. Förderschule bin ich die Meinung, da lernen die nicht so viel. Das meint beachten tut die Förderschule eigentlich wenig Gutes für die Kinder. Wenn die auf eine Gesamtschule kommen, also auf eine normale Schule mit dort Förderlehrer, dort können die Kinder auch gegenseitig von den normalen Kindern, sag ich mal, was heißt schon normal, etwas lernen, dass die eben dann, sag ich mal, eben dann besser werden, zum Beispiel Lesen, Rechnen oder so, und natürlich auch mit Sprechen. Und ihr könnt gerne mal die Kommentare schreiben, falls ich so ein Kind, sag ich mal, jetzt auf die Welt bringen würde, was ihr dann in Sache Frühförderung machen würde. Falls der Verdacht jetzt aufkommen tut, dass ihr so ein Kind, sag ich mal, irgendwann auf die Welt bringen sollte, was die beste Frühförderung wäre. Also meiner Meinung nach wäre auf jeden Fall die beste Frühförderung, wenn die auf eine normale Schule gehen würde, normale Kindergarten, aber so, dass die Eltern, wenn das Kind gerade mal 2 oder 3 Jahre alt ist, vor es vielleicht noch in die Kindergarten geht, versuche alles, wie das Sprechen zum Beispiel hauptbedingt, normal zu lernen. Und dann denke ich mal, hätte ein guter Start, wenn er in eine Schule reinkommt, für eine normale Schule mit Förderlehrer. Dann finde ich auf jeden Fall, das Kind hat einen richtig guten Start, für dort eben auch noch mehr gefördert zu werden, um halt eben dann
ich sag ich mal, dass derjenige aus dem Alltag, sag ich mal, erwältigen kann. Bei einem Friseur zum Beispiel ist es ja so, der ist nur mit, sag ich mal, mit seiner Klasse unterwegs. Aber der muss ja auch damit lernen, mit Klasse kommen, wenn er mit normalen Leuten unterwegs ist. Weil wie lernen die denn den Schulweg oder wie soll die denn, wenn ich nicht mal lerne, als Kind schon selbstständig auf die Schule zu gehen. Weil die Förderschule holt die ja meistens ab und bringen die wieder nach Hause und wie zur Schule zurück, ganz normal. Wie soll die denn dann auf den Arbeitsmarkt selbstständig auf die Arbeit kommen, wenn die jetzt eine Außerstelle finden würde, nicht freie Wirtschaft irgendwo? Weil dadurch, so eine normale Schule, ist die Förderung, sag ich mal, noch etwas besser. Weil dann hat derjenige das alles gelernt und das Ganze wird für den auch deutlich einfacher oder für die Eltern auch deutlich einfacher. Wenn derjenige dann später einen Beruf finden will, vielleicht packt er sogar den Schulabschluss, dann kann er auf jeden Fall einen normalen Beruf finden. Zum Beispiel in Kindergartenarbeit oder so oder sonst wo, im Medienbereich zum Beispiel tätig sein. Würde ich immer so sagen. Und ist ja so mein letztes Video gegen Abtreibung, gegen Schwangerschaft. Zum Beispiel habe ich ja angesprochen, dass diese Mi 21, dass solche Kinder immer weniger auf die Welt kommen, dass diese Geburtrate davon deutlich geringer wurde ist. Das liegt einfach daran, weil viele Ärzte haben die Eltern empfohlen, das Kind abzutreiben. Die haben das da auch dann gemacht. Und deswegen ist eine Rückfallrate an Dysomie Kinder 21 auf jeden Fall genau deswegen zurückgegangen. Und ich finde nicht, nur weil das Kind jetzt Dysomie 21 hat, dass man das Kind deswegen abtreiben muss. Weil das Kind hat auch trotzdem, wie ich finde, ein Recht, um zu leben. Und bei meiner Mutter zum Beispiel wurde auch mal angeboten, mich abzutreiben, obwohl ich gar nichts hatte. Wurde ihm auch mal angeboten, nur weil ich das so ihr dritte Kind, sag ich mal, wäre, wurde ihr so angeboten, mich abzutreiben von den Ärzten. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr das gerne mal in mein extra Video besprechen, wie das Ganze genau war. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare da lassen, und wenn dieses Video gut ankommen tut und, sag ich mal, ein paar Daumen nach oben bekomme, denke ich mal, wäre ich schon bereit dazu, um so ein Video zu machen, wo ich dann genau darüber rede, was ich gerade angesprochen hatte. Dann sage ich mal, wir können uns beim nächsten Mal wieder sehen. Und hier könnt ihr auch gerne mal meinen Kanal abonnieren. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal, Leute, und haut rein.